Moin moin meine Lieben und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Uri 2. Und wir befinden uns jetzt in Quoloks Tal. Und der soll uns ja helfen können. Ich bin mal gespannt, ob der uns wirklich helfen kann. Schauen wir mal nach. Los geht's. Ist er das? Ne, das ist Zwillen. Zwillen heißt er. Okay, hallo Zwillen. Oh, der leuchtende Fremde, von dem meine Kunden so beeindruckt sind. Sag mir, ist es üblich für deine Art, einfach so vom Himmel zu fallen? Ich bin auf meinen Reisen schließlich vielen Kuriositäten begegnet. Oh ja, einige fallen, einige fliegen, einige schleichen, einige schlängeln. Aber alle von ihnen sind Kunden, weißt du? Nur Kunden auf der Suche nach Geistersplittern. Ah, okay, gucken wir uns die mal an. Noch, mir fehlt ein bisschen Kohle. Erhält einzelne Energiezelle? Erhält einzelne Lebenszelle? Verursacht mehr Schaden gegen fliegende Gegner? Raffinesse Chance von 5%. Tausche maximal gegen Energie. Und die Beladung, senkt Energie. Okay, das wäre natürlich nicht schlecht, dafür bräuchten wir aber ein bisschen was, ne? Ja. Ich würde ganz gerne machen, ich muss aber erstmal noch was besorgen. Bevor. Okay. Das so kannst du natürlich auch machen. Da, jetzt haben wir 200, jetzt können wir sie direkt kaufen. Haha, wie cool ist das denn? Na gut. Nein! Ich wollte mit dir reden. Ach, dumm. Zu schnell gedrückt. So, wir gucken uns mal. Splitter ansehen, Verbesserung ansehen. Was ist eine Verbesserung? Okay, das können wir ja nicht verbessern. Logischerweise. Nein, ich will noch mal kurz. Schnack doch mal mit mir hier. Splitter ansehen. Also, ich würde mich freuen, wenn wir. Erhalte eine zusätzliche Lebens... Also eine Lebenszelle mehr ist natürlich nicht schlecht. Obwohl eine Energiezelle mehr ist natürlich besser. Mach erstmal das hier, glaube ich. So. Und? Warum kriege ich hier gar nicht? Oder bin ich jetzt verkehrt? Habe ich das gekauft oder nicht gekauft? Ich habe es doch gekauft. Mal kurz gucken. Warte mal kurz rein hier. Geistersplitter, klar. Ach so, da muss ich dann einfach nur... Ach so, ja, okay, klar. Dann machen wir den rein. So, da haben wir den vierten. Gut, dann geht's weiter. Ein bisschen schneller sein. Ich habe nicht gesehen, dass die so schnell runterkommen. Das sieht ja nicht so rosig aus da unten. Kommen wir da ganz rüber? Natürlich nicht. Okay. Ärgerlich. Aber hier kommen wir auch nicht hoch. Sind wir bei dem richtigen? Wir müssen, glaube ich, hier längs. Geht ja gar nicht anders. Aber wieso kommen wir da nicht rüber? Das ist die Frage. Ach so, warte mal. Vielleicht mit meinem Geisterbogen. Okay, das geht von hier aus nicht. Okay. Ach Mist. Das wollte ich nicht. Na gut. Ah, hier hoch. Du bist ein Geist, ja? Ich habe einen Schatten gesehen. Nein, es ist wahr. Es gibt einen Ort, wo die Geisterschatten laufen und spielen. Einmal habe ich versucht, mit ihnen um die Wette zu laufen, aber ich bin nicht so schnell. Neues Gerücht. Drücke um die Geisterprüfung. Okay. Werden wir schon alles machen, aber nicht jetzt. Eieiei. Hebelchen. Wie wirkt der denn? Ah, okay. Das ist natürlich immer gut, wenn die alles ablassen. Oh, runter.
Okay, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Ach doch, macht doch Sinn. Warte. Ist ja irgendwas aufgegangen, oder? Wohin? Oben? Gemacht. Das ist da oben ist aufgegangen, aber wie komme ich da hin? Wie soll ich denn reinkommen? Da komme ich nicht so hoch. Wie lange bleibt das denn auf? Du schießt nochmal und rennen wir weiter nach oben. Kriege ich gar nicht mit, was da passiert ist. Okay, warte mal. Das Ding unten die Tür hier oben aufgemacht? Kann das sein? Müssen wir so schnell sein? Müssen wir mal testen. Pass mal auf. Guck mal, ob das so war. Sein, oder? Nicht so langsam. Oder muss ich da in das Auge da unten reinschießen? Kann natürlich auch sein, ne? Dass ich dieses Lila in das Auge schießen muss, aber wie soll ich das denn treffen von hier? Hier hoch ist klar, und dann? Doch gar nicht. Hier. Es muss eine kleine Zwischensequenz geben, zu sagen, was es da, was es bewegt hat, oder? Aber irgendwie kriege ich hier gar nichts. Oder muss ich... hier längs. Ist doch abgefahren.
Okay, hier ist auf. Ich soll so schnell reinkommen. Das geht nicht. Das heißt, da muss irgendwas Schweres drauf. Oh, das kann man bestimmt hier irgendwo finden. Okay, warte mal. Oben sieht nach was Schwerem aus. Aber wie soll ich da denn hochkommen, ist die Frage, ne? Da könnte ich aber vielleicht von dem Stein aus schießen, oder? Okay, jetzt ist, aber wie komme ich denn da hoch? Ah, okay. Okay, okay. Gut, dann weiß ich auch wie. Muss man die einmal hier hochziehen? Weil ich muss erst die beiden Brücken wegmachen. Ja, wow. Das geht nicht. So. Mann, 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 kleine Rätsel, ne? Erfreuen das Herz. Oh, da ist die Tür doch auf, ne? Ja. Gut. Blödes Vieh. Okay. Gut, noch ein Schalter. Jetzt geht es wahrscheinlich weiter runter. Ah! Spannend ist es. Mhm. Okay, weiter geht's runter. Gegenschießen so? Nee. Hätte ich gesagt, dass ich das da vielleicht auch irgendwie zerstören kann? Das kann ich entscheiden. Okay. Das wäre blöd, aber wo soll ich denn da hinkommen? Wie soll ich denn. Verstehe ich nicht. Warte mal. Das ist nicht das Ding gewesen, aber... Komm ich hier rein? Das ist der falsche Weg. Aber ist das Wasser ja überall wahrscheinlich runtergegangen, nicht nur da, ne? Ich komme ja gar nicht mehr hier raus, oder? Okay, doch. Okay.
die holen hier. Habe ich vorher natürlich nicht gesehen. Hätte man vorher wissen müssen, hätte sich die ganze Ari da ersparen können. Gut. Ihr habt ihn wahrscheinlich schon vorgesehen. Ach, diese Viecher da. Ah, Mann. Wildes, armiges Viech. Links, wo er sagt? Anscheinend nicht, ne? Ich glaube nicht. Da haben wir den Stein reingesetzt. Und hier sind wir gerade eben hochgegangen. Also eigentlich haben wir alles geholt, was wir holen konnten da. Was anderes gibt es da nicht mehr. Okay, jetzt haben wir das ja alles. Aber was hat uns das jetzt gebracht, ne? Verletzen hier mit dem Kreis. Ist ja irgendwie da rein, glaube ich. Also, würde ich denken. Wir wissen aber nicht, wofür der Schalter unten ist, ne? Fällt mir gerade ein. Mit einem, also dieser. Warum ist dieser Schalter hier? Wissen wir auch immer noch nicht, wofür er ist. Ach, kann ich hier weiter runter? Das hatten wir ja schon rausgefunden. Ne? Sehr gesunken, ne? Kommt natürlich hier längs. Okay, wir müssen aber auf jeden Fall, irgendwann oben sitzt der Typ wieder, der Kartenschreiber. Den holen wir uns auch gleich. Aber vielleicht können wir nochmal hier irgendwie.
So. Müsste doch jetzt wehgetan haben, ne? Und hier kann ich jetzt wieder hoch. Davon sind wir gekommen, also macht ja keinen Sinn. Aber. Mich ran mit dem Sprung da hinten, oder? Wir schaffen, warte mal. Nochmal. Ja, guck mal. Was es immer hier gibt. Okay. Besonders muss hier geben. Ist nichts. Diese Schreine, ich weiß noch nicht, wofür die gut sind. Müssen wir rausfinden. Aber erstmal ein Fragment einer Lebenszelle. Jetzt kriegen wir noch ein bisschen mehr Leben. Das ist auch nicht schlecht. Aber wofür sind diese Dinger da gut? Müssen wir rausfinden. So. Jetzt gehen wir unten rum. Weg, ne? Aber trotzdem, das war echt dumm. So, weg ist das Ding. Da komme ich auch noch nicht ganz hoch, aber... Oh, ich muss so springen, ne? Da können wir noch nicht ganz hoch zu ihm, das ist noch zu... Da so hoch können wir noch nicht springen. Lebenszelle, da komm ich da schon hin? Ne, komm, ich wollte nicht probieren. Ach man, werde ich gleich zur Seite. Leben machen hier. Bam. Okay, hier gibt es wieder einen Schalter. Okay, da kann man drüber. Müssen wir mal gucken. Kann hier links laufen. Oh. Von hinten besiegbar. Ja, weil er sein Po zeigt. Okay, wir müssen ihn in die Wand laufen lassen. Okay, wir müssen ihn in die Wand laufen lassen, sonst bringt das nichts. Aber jetzt versuchen wir nochmal ganz clever diesen Superspringen damit geschafft. Was mache ich denn da? Muss ich gar nicht sein Po besiegen? Muss ich vielleicht sein... Auch besiegen dann? Moment, warte mal. Ah, das wäre dumm. Das wäre dumm. Na gut, versuchen wir nochmal. Das
Oh nein. Affektierter Affenkäfer. Zack. Das, da geht das auf. Das wäre natürlich cool. Yes. Das aktivieren. Was habe ich davon? Geisterprüfung belohnt. Du hast deine Geisterprüfung entsperrt. Bitte, ach so, das sind die Geisterprüfungen. Okay, okay. Na gut. Muss ja auch mal zwischendurch sein. Und wieder so ein Affenviech. Nicht schlecht. So, uah. Weg. Wo müssen wir jetzt hin? Kommt ein Kartenbogen? Probieren wir nochmal das Licht. Gucken, was wir jetzt für eine Fähigkeit bekommen. Sprint. Drücke RB, um in den Blick zu sprinten, selbst in der Luft. Okay. Ja, okay. Komm. Dafür kann man es gut gebrauchen. Sprint ist natürlich super wichtig, gerade bei den Kämpfen hier. Da kriegen wir mich ja gar nicht mit zu packen. Das ist ziemlich cool. Okay, da können wir nichts machen. Aber ich glaube... Drücke nach Eintauschung. Okay. Haha. Cool. Okay. Alter Schwede, ey. Hä? Warte mal. Ich muss da... Oh, wie muss ich das denn machen? Nein! Ah, okay. So geht's auch. Hier sollte ich wahrscheinlich gar nicht hin. Ich wäre wahrscheinlich... da runter. Leben machen. Bum, 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 bum. Was, jetzt haben wir auch diesen, das Ding da noch geholt. Aber jetzt können wir hier auch nicht mehr so viel machen, ne? Warte mal, hier gibt es ja noch eine Stelle, wo wir nicht hinkommen. Alter.
Wasser, ne? Okay. Ah, guck mal, anders wären wir hier auch gar nicht mehr weggekommen. Und dieses Teil hier. Jetzt müssen wir das vielleicht so einsammeln endlich. Sehr gut. Ich finde die Animation einfach nur super cool von den ganzen. Ja, warte mal. Können wir jetzt nicht auch von da nach da kommen? Noch mal. Hallo, Lupo. Willkommen im Koloxtal. Hier sind wir im Revier des Toten Koloxwächter des Sumpflands. Ja, ja, ja. Willst du eine Karte kaufen? Wir kaufen eine Karte für 100. Dankeschön, Kolok. Ach, guck mal. Okay, jetzt können wir da oben nämlich längs. Perfekt. Ja, vielen Dank für dieses Lupo. Und ich danke euch auch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.